Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris, die Flucht nach vorn, wo wir einer von der Erde durch eine Katastrophe vertriebenen Menschheit dabei zusehen, wie sie hoffentlich auf fremden Welten nicht die gleichen Fehler macht. Okay, ist wieder ein paar Tage, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, also, toll. Wir sind ein gefallenes Reich, wo wir keine Informationen haben. Ansonsten sind uns alle überlegen, hauptsächlich bei der Flottenstärke. Das heißt, wir brauchen mehr Schiffe. Das ist natürlich ungünstig, weil wir gerade auch damit beschäftigt sind, hier Welten zu bauen. Aber wir haben jede Menge Legierung und wir könnten noch 16 neue Flottenplätze. Was wir auch machen können mit denen, ist hier die Sternenbasen alle verbessern und vielleicht ein paar mehr Anker reinbauen. Dann können wir nämlich noch mehr Schiffe bauen. So, und hier können wir dann gleich können wir hier irgendwas bauen. Ein Zielcomputer. Welches ist das Faltus-System? Ist welches System? Wo ist das Faltus-System? Wo ist das Faltus-System? Hier im Atlantik. Also da ist unsere Heimatwelt. Das heißt, hier bauen wir am besten noch einen Handelsknoten. Einen Ankerplatz und hier bauen wir dafür mein Hydrokultur würde, aber wir haben genug Nahrung momentan, also bauen wir lieber ein Ressourcensilo dahin. Ja, sehr gut. Das heißt, wir können mehr. Ach ja, dann war ja noch die von den Kaijus überrannten Einwohner von Alexandria, die sich lustig weiter vermehren, und wir haben jede Menge Bergarbeiter Jobs frei hier. Das heißt, wir könnten hier auch Roboter bauen und alles, aber dazu müssen wir das erstmal frei machen. Wir haben hier 200 und 162 und die haben insgesamt 400, also da müssten wir vielleicht noch 2-3 mehr Armeen bauen. Und zwar, welche Welt ist am nächsten dran? Baltik. Bauen wir in Dänemark noch ein paar, beziehungsweise wir bauen keine Armeen, sondern wir rekrutieren Armeen in Dänemark. Dänische menschliche Angriffsarmeen. Okay. So, das sollte dann hoffentlich reichen und dann kriegen wir die Welt wieder. So, haben wir hier ein Forschungsschiff, das dumm herumsteht und nichts macht. Könnten wir hier... Trümmer. Okay. Können wir hier nicht... Oder hat der schon den Auftrag? Kann sein, dass der schon den Auftrag hat. Okay. Was machen wir dann mit dir, du? Hier ist überall... Du gehst mal zurück nach Sol, dann kannst du nämlich, wenn wir uns in dieses System wagen... Naja, und hier auf der Heimatwelt der Grunur brauchen wir eine Sternbasis. 20er Tote Welt. Könnten wir aber besiedeln mit den Kempler. Aber das machen wir dann erst, wenn wir unser Artefakt wieder benutzen können. Okay, was nicht mehr so lange hin ist. Amöben, Brutprogramm, regeneratives Rumpfgewebe, Sozialforschung. Okay. Das ist nicht schlecht. Und jetzt? Der hat keine Befehle. Warum...
Ach, das ist außerhalb meines Reiches. Da müssen wir den erstmal hier fertig bauen lassen dann. Okay. Und wir haben schon wieder... Okay, jetzt kannst du hier archäologische Städte ausgraben. Wollen wir mal gucken, was das für eine archäologische Stätte ist. Orbitalbilder von... Es ist wieder ein Name, der nur dazu da ist, schwer auszusprechen zu sein. Tivikai Xa oder Tivikai 10a, glaube ich, heißt das, zeigen deutlich die Infrastruktur einer technologisch fortschrittlichen Zivilisation. Auf mysteriöse Weise scheint der Planet, nehmen wir auch auf eigentlich, ja, bevor ich hier Texte lese, auf mysteriöse Weise scheint der Planet trotz der massiven Stadtgebiete, die durch ein ausgedientes Landtransportnetzwerk verbunden sind, völlig verlassen zu sein, ohne Anzeichen eines noch existierenden fühlenden Lebens. Der Kern des Planeten ist aktiver als die meisten anderen, aber es gibt keine Anzeichen für ein katastrophales Ereignis oder irgendetwas anderes, das die fehlende Bevölkerung erklären würde. Wo sind die alle hingegangen? Gute Frage. So, wir haben hier ein Konstruktionsschiff, das darf hier mal Bergbau Forschungsstationen bauen, bevor es dann hierhin. Und du darfst hier überall die Terraforming-Gase. Ja. Okay. Construction online. So, jetzt haben wir eine 371 und 162. Bauen die immer noch. We have conquered another world. Okay, welche Welt war das? Was? Die hier? Oh ja, hier haben wir nur Kempler. Okay, das ist Neu-Kempler. Wir haben nicht genug Mineralien, um irgendwas zu bauen hier. Das ist ungünstig, aber wir haben jede Menge Nahrung und Konsumgüter, die wir verkaufen können. Machen wir das doch mal. So, und kaufen uns dafür. So, ein Stadtdistrikt brauchen wir. Dann brauchen wir am ehesten hier Mineralien. Okay. Ja. Hier auf Dänemark bauen wir eine neue. Ah, wir können jetzt die Gasraffinerien bauen. Aber wir bauen ein neues Verwaltungsbüro auf Dänemark. Terra Nova kriegt. Oh, Alaska kann Gasextraktionsbrunnen unterhalten. Das ist sehr gut. Und Neu-Kempler. Das haben wir gesagt, wird eine Mining-Kolonie. Da bauen wir dann... Oh, okay. Das haben wir ganz vergessen. Gut. Wir brauchen eine neue Forschung. Rumpfstärke. Flakkanonen. Die sind, glaube ich, Point Defense. Und wir können hier plus 1 Rumstärke, plus 2 Rumstärke. Achso, das sind Korvetten und das sind Zerstörer. Machen wir das am billigsten. Je schneller wir das machen, desto mehr. Receiving Transmission. Oh. Botschaft etablieren. Moment. Okay, wir möchten für die zukünftige Verbesserung der opalglekschisch-tyrannischen Diplomatie auf Erde eine Botschaft etablieren. Das stimmen wir mal zu. Ich habe jetzt den Stimmeffekt diesmal nicht eingeschaltet, leider.
Ja. Obwohl, das kann ich mal eben machen. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Ja, ja, habe ich alles gemacht. Gut. So, hier in der Bergbauwelt könnten wir noch Gebäude bauen. Warum können wir nicht? Wahrscheinlich, weil die belagert wird. Ja, weil sie belagert wird. Okay, ist dann halt so. Müssen wir halt ein bisschen noch warten. Bauen wir hier noch? Müssen noch ein paar mehr. Okay, Dänemark. Und wo war die andere? Construction online. Atlantik. Im Atlantik-System. Rekrutieren. Gut. Wir haben eine neue Ausgabe gemacht. Landungsteams wurden an die Oberfläche von Tevikalit 10a geschickt und konnten einen ersten Blick auf die Welt und ihre windgepeitschten verlassenen Städte werfen. Sie sind alt, verwittert und heruntergekommen, aber größtenteils intakt, ohne Anzeichen von Zerstörung. Von den Einwohnern gibt es keine Spur. Die einzig plausible Theorie ist derzeit, dass irgendeine Art von Massenmigration oder Evakuierung stattgefunden hat. Wir müssen noch entscheiden, was eine ganze Spezies dazu zwingen könnte, alles aufzugeben, was sie gebaut und jemals gekannt haben. Wir sollten das eigentlich wissen, weil das Gleiche haben wir gemacht. Grabt weiter. Gut. Brauchen mehr Schiffe. So, das sind jetzt 20. So viel darf ich eigentlich nicht bauen, aber wir sind schon dabei. Also es waren 10 Zerstörer, das sind 20 Flottenpunkte. Ich habe nur 16 übrig, aber das wird nicht so schlimm sein, würde ich mal sagen. Okay, was ist jetzt los? Achso, die ganzen Sternbasen sind fertig. Guti. Das heißt, wir können hier. Das ist die Sol-Schiffswerft. Können wir mal Geschützbatterie bauen, um unser Heimatsystem zu beschützen. Und ein Zielcomputer. Friedensangebot zwischen zwei kriegführenden Nationen. Das interessiert uns nicht so doll. So. New technology discovered. Das ist eine Bastion. Aber wir packen auch immer einen Ankerplatz rein. Genauso hier. Construction online. Und das ist ein reiner Anker. Stopp. Was ist hier los? Okay, wir haben irgendwas erfunden. Und wir haben vier neue. Also wir könnten ein Forschungsinstitut bauen für unsere Forschungswelten, von denen wir noch nicht genug haben. Plasmabeschleuniger sind bessere Waffen. Einfache Gefechtsstation. Ich glaube, das müssen wir langsam mal haben. Weil Hifner Unity kann jetzt den Kriegsgrund existenzielle Vertreibung gegen uns verwenden. Was soll das denn bitte? Und erzwungene Eingliederung, um Himmels Willen. Okay, weiter geht's. Die Untersuchung der vermissten Bevölkerung von Wilkeit 10a hat einen Durchbruch gebracht. Große versiegelte Schutztüren, die zu einem tiefen Tunnelnetz führen, belegen, dass die gesamte Spezies irgendwann unter die Oberfläche gezogen ist. Dies belegen auch die geologischen und meteorologischen Daten. Der gesamte Planet scheint von einer plötzlich einsetzenden Eiszeit erfasst worden zu sein, die möglicherweise durch eine Verschiebung der axialen Neigung ausgelöst wurde und so die wahrscheinliche Migration ausgelöst hat. Erkundungsteams werden zu diesem Zeitpunkt in die riesigen Tunnelnetze entsandt. Okay, greift weiter. Huiuiui, hier ist ein Forschungsschiff. Achso, das sollte ja da warten. Und der hier hat kein Forscher mehr. So, und kann hier mal jetzt weiter. Wo ist Thalassa hier? Forschung unterstützen. Gut.
der steht da. Okay, okay, okay. Und hier oben. Bergbaustation und Forschungsstation bauen. Und dann hier in den letzten, ins letzte System des Arms. Dann können wir uns vielleicht auch irgendwann hier drum kümmern. Das sind, achso, das sind die Armeen. Okay, ich glaube, das reicht. Das sollte reichen. Und ihr sollt nach Sahara gehen. Und du brauchst einen General. Nehmen wir mal hier General Guo Zhao, weil die hat nämlich eine Gehirnschnecke. So. Na, denn es gibt keine Gehirnschnecke im Team oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. Naja, ist egal. Ja. Oh, Bernhards Stern wurde fertig terraformiert. Wunderschön. Verlassene Primitivensiedlung. Heiße Quellen. Rauschende Wasserfälle, was gibt's hier? Sozialforschung gibt's hier. Das heißt, das ist unsere ideale Forschungswelt. Kolonisieren. Okay, das nehmen wir nicht Bernhard Stern, sondern kommen wir mit dem Gehirnschneckenmenschen. Wie würdet ihr eine anthropologische Forschungswelt nennen? Nehmen wir das mal hier. Das Sagans Welt nach Karl Sagan. Besseres fällt mir gerade nicht ein. So. New technology discovered. So, neue Forschung. Sternfestung. Ist vielleicht ein bisschen teuer, aber machen wir jetzt einfach mal. Und hier auf Kempler sollen bitte nur Kempler wachsen. Also zumindest solange das eine reine Eiswelt ist. Ja. Construction online. Okay. Construction online. Ah, siehst du, jetzt haben wir schon Flottengröße 64. Online. Sehr gut. Das heißt, wir können sogar noch. Construction online. Diese Flotte. 1,9000. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wir brauchen einen neuen Wissenschaftler. Rekrutieren. Da brauchen wir den Genetiker hier mal. Und dann senden wir hier den hin. Okay, gut. Wir brauchen, wir haben zu viel Einfluss. Was können wir denn da machen? Können wir hier, die Hifner haben gegen uns was vor, also werden wir hier einfach mal deren Welten claimen. So werden wir dann ein bisschen von dem Einfluss los. 300, 350, das ist alles, das sieht gar nicht schlecht aus, da müssen wir nur diese Welt, dieses System hier verteidigen, das wir dann natürlich auch claimen müssen und hätten dann damit die Hälfte unserer unseres Einflusses aufgebraucht. So, sehr gut. Guti. So, dann gucken wir mal die Hifner. Die sind herzlich, immer noch überwältigend, das ist nicht gut. Und wirtschaftlich überlegen. Oh. Wir könnten den Krieg erklären.
Wir können deren Welten, könnten wir theoretisch zwar erobern, aber die Hifner, die sich auf den Welten befinden, die werden dann eingehen, weil die Hifner Unity ist ein Schwarmbewusstsein. Das heißt, die können nicht unabhängig von den anderen agieren. Aber wir können jetzt auf jeden Fall, wenn die uns den Krieg erklären, können wir versuchen, den Welten abzujagen. So, wo wart ihr? Im Atlantiksystem. Dann gehst du mal wieder dahin. Der neue Wissenschaftler soll bitte wieder die Forschung unterstützen. Gut. So. Naja, der ist dabei noch. Und ich glaube, wir haben ja auch wirklich alles an Rohstoffen, was wir ausschlachten können, tatsächlich schon uns angesehen. So. Die beiden sind im Sahara-System. Okay. Dann fusioniert doch mal und ihr sollt hinterherkommen. Zack. Und dann reicht das auf jeden Fall. Das reicht eigentlich jetzt schon. 423 und ich habe 700 im Orbit. New technology discovered. Ah, wir haben die einfache Geschütz-Gefechts-Gedings. So, machen wir das, weil es am billigsten ist. Construction online. Okay. Establishing colony. Okay. So, Sagan befindet sich sogar im Atlantiksystem, Atlantiksektor. Tretet ein! Vor tausenden von Jahren sank die Durchschnittstemperatur des Planeten rapide und das meiste Sonnenlicht wurde von Wolken verdunkelt. Um mit dem plötzlich gefrorenen Klima fertig zu werden, zog die Bevölkerung in den Untergrund und musste immer tiefer graben, um sich der zurückziehenden Wärme des Planetenkerns nachzujagen. Okay. Da sich die Bevölkerung nicht weiter selbst versorgen konnte, wurde ein Projekt eingeleitet, das die Bevölkerung einen kryotischen Schlaf versetzte. Dieser würde sie automatisch wecken, sobald die Instrumente wieder ein stabiles Oberflächenklima feststellen. Der Planet erwärmte sich schließlich, aber auch dieser Prozess war so plötzlich, dass er die Kryokapseln entkalibrierte und die Schlafenden verbrannte. Übrig blieben Millionen von Hüllen mit verkohlten Knochen, die in stillen Reihen im Dunkeln liegen. Bedauerlich. Okay. Das ist ja mal düster. Aha. So, die beiden sind unterwegs, aber mehr werden nicht hergestellt, oder? Nein. Der baut noch weiter Zerstörer, gut. Faltestation ist im Atlantiksystem, okay. Solstation. Können wir das nicht Atlantikstation nennen? Okay. Cool. So. Gudi. Oh, hier haben wir nichts. Dann machen wir an der Grunur-Station, können wir gerne nochmal Schiffswerft bauen. Und Zielcomputer. Können wir da nämlich auch noch eine Flotte bauen. Also wenn der angekommen ist, dann können wir die Welt mal versuchen zurückzuerobern. Es sind jetzt schon 6 drauf, also das ist
Das ist unglaublich, dass die Bevölkerung weiter wächst. Von Titanic Life, räuberische Pflanzen, titanisches Leben, okay. Interessant, aber wir haben noch 11 Jobs und 16 Häuser. Das heißt, wir brauchen uns nicht großartig beeilen. So, 900, das reicht, sagen wir mal. Dann schauen wir mal. Ach so. Fossilien auf Neu-Kempla entdeckt. Versteinerte Überreste von verschiedenen Spezies, die nicht auf Neu-Kempla heimisch zu sein scheinen, wurden in einem großen und abgelegenen Tal gefunden. Sie stammen alle aus der gleichen Zeit, mit einer Abweichung von einigen wenigen Jahrhunderten, von vor etwa 3,6 Milliarden Jahren. Jeder dieser Spezies scheint sich in ihrer eigenen Biosphäre entwickelt zu haben und alle scheinen fühlend gewesen zu sein. Seltsamerweise zeigt jedes bisher gefundene versteinerte Individuum Anzeichen eines gewaltsamen Endes. Kurios. Oh cool, oh cool, oh cool. Wir haben ein neues archäologisches Dingsbums. Dann können wir mal hier da oben im Ushkaron-System, okay. Der steht hier dumm rum. Na ja, dann mach du das mal hier. So, und dann wollten wir ja die Welt zurückerobern hier. Warum Armeen landen? So. Commencing planetary invasion. Ja, das sollte eventuell reichen. Meine Güte, die sterben aber ganz schön rasant hier. Oh, sterben nicht, die ziehen sich zurück. Technology discovered. Okay, wir können eine neue Staatselement-Fokus machen. Wir haben momentan eine Technokratie. Das macht, dass jedes Hauptstadtgebäude auch Wissenschaftler hat. Das ist sehr nützlich, weil wir momentan noch nicht viel wissenschaftliche Gebäude haben. Und wir haben Naturschützer. Das macht, dass wir weniger Konsumgüter insgesamt brauchen. Ob wir das brauchen mit plus 71 Konsumgütern, weiß ich nicht. Das ist 10%. Wie viel stellen wir her? Produziert 146. Das heißt, die Hälfte von denen verbrauchen wir bloß. Das heißt, wir könnten Naturschützer wegnehmen, weil uns das keinen Vorteil bringt. Okay, und machen stattdessen, wir können Verwaltungslimit erhöhen. Zwangsarbeitersystem, hör bloß auf. Reanimierte Armeen. In dieser Gesellschaft ist der Tod kein Hindernis für einen Ruf zu den Waffen. Meister der Totenbeschwörung reanimieren die Leichen der Verstorbenen, um eine grässliche Heerschar aufzuerwecken, die die Herzen geringer Sterblicher in Angst und Schrecken versetzt. Okay, das war schon wieder das Signal hier. Aber das machen wir nochmal fertig. Byzantinische Verwaltung ist gut, weil das bringt unsere Bürokraten stellen dann auch zusätzlich noch Einigkeit und Stabilität her. So, und dann diplomatisches Korps, verfügbare Gesandte 2. Das wäre momentan eigentlich echt hilfreich, weil 2 Gesandte sind ein bisschen wenig. Also machen wir mal diplomatisches Korps. Und reformieren. Und dann bin ich gespannt, ob wir hier einen Zugewinn kriegen. Oder ob wir plötzlich ins Negative stolpern. So, und dann machen wir erstmal die Forschung. Können wir uns dann nochmal einstellen hier.
Das Billigste wären entweder die UV-Laser, also die zweitschlechtesten Laser, glaube ich, oder die Gravitonensensoren. Aber ich mache mal die Laser. Und hier könnten wir regeneratives Rumpfgewebe erfinden. Das wäre natürlich cool, ist aber auch sehr teuer. Entfernung vom Gebirgszug. Bodenverteidigungsplan. Flottenkapazität von Soldatenjobs. Schaden. Fraktionseinfluss. Geheime Weltraum. Richtung Flockenakademie. Logistikbüro. Entfernung von Gebirgszug. Nehmen wir erstmal den Gebirgszug hier. Das ist. Okay, und dann würde ich sagen, den spannenden Kampf, den sparen wir uns zum nächsten Mal auf. Auf Alexandria, wo das titanische Leben, drei Kaijus gegen diese ganzen Gemischt-Spezies-Armee-Leute, Soldaten, antritt. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht, aber ist eigentlich relativ eindeutig. Die haben hier schon 100 verloren, die haben auch ungefähr 100 verloren, aber das bedeutet, dass wenn die weg sind, haben die noch irgendwie 600 übrig oder so. Aber das sehen wir dann. Also bis zum nächsten Mal. Like das Video, schreibt einen Kommentar vielleicht und bis dann.